Der gute Billy ist wieder auf seinem Posten und wir müssen hier drüben ein Duell mit den Elfen führen. The stick is ours! Well, here we go again. Okay, legen wir los. Wie man sieht, ich habe hier Billy seinen Knüppel mitgenommen und ich würde sagen, den probieren wir mal. You'll pay for that. Oh Mann, richtig schön reingehauen. So, Lord Battelot. Einmal bitte die Stürme. Feel my righteous fury. Sehr cool. Wie ein Jude mit dem Stein geworfen. Okay, knüppeln wir ihn weg. Und jetzt hier zum Finale. That was pretty good. So, die hätten wir wieder in Sieg, Erfahrungspunkte und wir nehmen alles mit. So, wir wollen rüber zu Kenny gehen, damit wir endlich mal hier so ein bisschen in der Story weiterkommen. Und ich würde sagen, wir nehmen hier den Timmy Express. Und zwar sind wir jetzt hier oben noch bei Token und wir gehen mal hier drüben hin. Dann gehen wir hier so durch und kommen dann hier bei Kenny raus. Denn wie wir ja wissen, bei Cartman da unten waren die Ratten im Weg. Okay, wo sind wir hier? Irgendwie finden wir keine Freunde. Kann man hier rein? Leider nein. Was können wir hier tun? Okay, hier können wir Essen holen. Hey du, willst du mal was Tolles sehen? I can taste it. Come play hide and seek with us, you're it. Eine neue Mission. Verstecken spielen mit den Kindern hier. Oh Gott. Das könnte eine Weile dauern. War die hier dabei? Hier drüben ist Ike. Die Sache nehmen wir mit. Immer schön alles looten. Okay, wo finden wir die Kinder? Ein Schädel gefunden. Der mexikanische Glotzfrosch. Den sollten ja alle kennen. I am the Pirate King. I am the Pirate King. How did your ass learn such incredible magic so easily? Okay, ich habe keine Ahnung, wie wir die Kinder finden sollen. Suchen wir hier mal ein bisschen die Gegend ab. Irgendwo da hinten. Wo könnten die Kinder sein? Es könnte ja sein, dass sie wirklich überall sind. Na, wen haben wir denn hier? My frost giant is invisible. Gee whiz, Whistlebridges! You have slain the mighty frost giant. I stand in awe of you, hero. Und genau so soll es sein. Wir haben einen neuen Vorteil bekommen. Und die sollten wir eigentlich hier finden. Wir schauen mal rein, und zwar hier bei den Fähigkeiten Vorteile. Hier können wir zwei Dinge wählen. Und wir nehmen uns mehr Lebensenergie. Was haben wir hier drüben? Mehr Schaden bei Feinden, die brennen. Nehmen wir auch mit. So, hier keinen neuen Punkt. Wir können also weitergehen. Hier sind wir bei Kyle. Yep, hier sind wir bei Kyle. Welcome to the neighborhood. Cool. Okay, aber wir gehen rüber zu Kenny, denn ich will, wie gesagt, so ein bisschen erstmal hier weiterspielen in der Story. Wir werden noch so viele Dinge erleben. Hier drüben schon wieder ein Shin-Pokémon. Something stinks like human. Okay, drei Jungs. Ein Duell. Gehen wir es an. Die, asshole! Let me hit him!
Okay, ich würde sagen, wir brennen den hier nieder, denn der macht am meisten Damage. Sehr gut. Damit hätte er kein Schild mehr. Rüstung mal 2. Wow. Oh shit, wir bluten schon. Das wird eine ziemlich harte Nummer. Oi, 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 der hält ziemlich viel aus. I got your back, yo. Danke, Bro. You should be next. Die Rüstung ist weg. Wow. Eingefroren. Okay, wir bluten. Alles klar, wir brauchen hier eine Heilung. So, wir sind wieder fit und wir nehmen hier auf jeden Fall das Drachenfeuer, damit der hier brennt. Komm schon, brenn! Okay, hier nehmen wir uns einmal so einen Trank. Nein, zu früh! Yes, beide geblockt. Hey. Okay. Wir heilen uns hier oben. Yeah, that's it, little buddy. Und wir hauen zu. Hey, mercy. Na also, geht doch. Boah, wie viele denn? Okay, Batas. Jetzt oder nie. Gib alles. Hau ihn weg. Okay, war mal wieder eine ziemlich harte Nummer. So, die ganzen Sachen hier mitnehmen. Ein bisschen Essen gefunden. Wir sollten schauen, dass wir immer Essen dabei haben. Denn wie man sieht, man braucht es. Ja, und da wären wir. Die schlimmste Gegend in der Gegend. Na gut, gehen wir zu Kenny. What? Oh, this isn't for me. This is for the nice people who are renting the guest house out in the back. Alles klar, werden wir Mexikaner sehen? Die Spannung steigt. Gehen wir rein. Yeah, yeah, we got the package for Tweet Coffee. You got the envelope? These witch doctors must be cooking up a secret potion. I wonder if it's a healing potion. Oh shit, wo sind wir denn hier gelandet? Irgend so ein Meth-Labor. Hey, that's not the usual kid that picks up the package, huh? Oh shit, it's a Kip! Okay. We will kill them with compassion! Drogensüchtige gegen Kinder. Wie im echten Leben. Na gut, was machen wir? Ain't got all day, pig! Wir brennen einen von denen nieder. Am besten hier drüben, die olle Fette. Atem des Drachen! Okay, die haben wir. Die Haare brennen. Den knüppeln wir. Okay, die Knie gebrochen. Boah. Ich kann gar nicht blocken, so schnell wie der wirft. Forgive me, douchebag. Alles klar.
Das wird eine harte Nummer. Wir holen Butters zurück. Denn die sind so extrem schnell unterwegs. Der heilige Taco! Da sind wir wieder. Und jetzt brennen wir den hier nieder. Die Mütze brennt. Police brutality. Okay, Butters. Jetzt oder nie. This cop's crazy. Nein, der ist immer noch am Leben. Shit. Hui, wir haben gewonnen. These guys may be Santas. Die waren unberechenbar. Aber dennoch, wir looten sie und hier drüben eine Truhe. Wie kommen wir hier durch? Ich habe eine Idee. Mal hier hin. Nee. Ah, warte mal, wir können hier nach oben. Und irgendwas können wir hier auch looten. Loot, wo bist du? Ach, hier drüben, der Kühlschrank. Eine Tüte mit Meth. Ein Trägerhemd. Level 1 Ausrüstung. Na gut, schauen wir mal. Hier Trägerhemd. Hier drüben hätten wir Feuerschaden und hier... Na, wir bleiben hier. Bei dem Feuerschaden. Ich finde ja, noch sind wir ziemlich überlegen. Wow! Ein wütender Penner. Oh Mann, hält der viel aus. Der hält ja wirklich scheiße viel aus. Sehr guter Treffer. Okay, brennen wir ihn. Yes, er brennt. Na, hier hauen wir zu. Oh, come on. That's not nice. Leute, ich sag's euch, Pennern kann man nie trauen. Sie hauen zu und dann treten sie noch. Okay, die Rüstung ist weg. Nein, er hat sich geheilt. Er hat sich mit Schnaps geheilt. Das nennt man auch Pennermedizin. Okay, der macht noch eine Runde. Ob wir den jetzt wegkriegen? Nee. Außer er verbrennt. Na, wieder zu früh. Aber jetzt haben wir ihn. Immer noch am Leben. Immer noch am Leben. Und hier kommt Butters. Wow. Zwei Lebensenergie. Okay, wir müssen hier schwere Angriffe machen. Yes, wir haben ihn. Mann, das war der schlimmste Penner aller Zeiten. Noch ein Hund? Noch ein Hund als Gegner. Der Penner hat einen Hund. We're gonna send you straight to hell.
anzünden. Okay, der Köter brennt. Wow, widerlich. Nein, Butters wurde von einem Hund vergewaltigt. Okay, kriegen wir das alleine hin? Es könnte schwierig werden. Nein, 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 keine Vergewaltigung heute. Okay, der Hund ist extrem. Und jetzt haben wir beide die Tollwut. Na toll. Aber hier drüben. Die Truhe des Penners. Benutzte Spritze, Bündel, ein Abzeichen. Ja, hat sich schon irgendwie gelohnt, hier die beiden zu eliminieren. Es wäre schon irgendwie cool, wenn wir hier mal ein Level abkriegen würden. Na, da hinten sind wieder die Ratten, da kommen wir noch nicht hin. Okay, ich würde sagen, wir gehen jetzt direkt rüber zu Tweak. Und zwar müssen wir, Moment, ja, gehen wir hier hin. Neue Nachricht von Token. Moment, wir schauen rein und Nachrichten finden wir hier. Ich würde so gerne wissen, wie kommen wir da drüben an das Chin-Pokémon ran? Ich habe keine Ahnung. You did it! You got the pickup! Oh, thanks, man! Dad, I finished my work, can I go play? Where's today's delivery? Right here! Hmm, yep, that's good shit. All right, Tweak, you can play for a little bit. But be home before dark or you'll be grounded. Grounded. Like the fresh grinds of our all-organic Tweak blend, made with ingredients from local tweakers. Thanks, kid. I gotta go get changed and then I'll meet you at the kingdom. Die machen Meth in den Kaffee rein? Das ist biologisch, Freunde. Das ist biologisch. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Wie immer, danke fürs Zusehen und... Tschüss!